War das nicht der lustige? Ich würde gern mir dieses Video angucken. Das geht nur 6 Minuten. Jo. Ah, der Typ ist lustig. Ja, hopp, da gönnen wir uns das jetzt mal fix. Mein erster Flohmarkt 2024. Es ist 7.30 Uhr, also Zeit zum Frühstücken. Und es wird auch einfach wieder Zeit, dass Flohmarkt-Hunting weitergeht. Jo Leute, was geht? HannesKonTV ist wieder am Start. Und ja, bei mir gibt es endlich wieder Flohmärkte. Nice. Und ja, der Flohmarkt war eine komplette Scheiße. Genauso wie die letzten zwei Flohmärkte, wo ich war, wo es nicht mal ein Video gab, weil ich einfach viel zu wenig gefunden habe. Ja, aber Schluss mit diesen peinlichen Ausreden. Ich zeig euch meine Ausbeute. Ja, das erste Mario Maker für die Wii U. Ich habe zwar schon die Hülle, aber jetzt habe ich endlich mal die komplette Box. Habe ich mir auf dem Dorfflohmarkt gekauft. Das war ein Flohmarkt, wo ich nur eine Sache gefunden habe. Und ja, habe ich 5 Euro für bezahlt. Ich glaube, das geht so für einen 10er weg bei eBay in dieser Box. Und ja, das ist eine schöne, feine Box. Ich zeige euch die mal. Ja, eine kleine Box mit einem gebundenen Artbook, wo jeder Mensch nur einmal in seinem ganzen Leben da durchblättert. Dann das Spiel, hatte ich damals sehr viel Spaß. Und hat die Person damals bei Real gekauft. Rest in Peace. Ja, dann diese typischen Stände, wo eine Frau... Wer kauft Videospiele beim Real oder Kaufland? Das ist ja echt immer absolut geisteskrank, die Preise, oder? Echt nur Kinderklamotten verkauft und dann hat sie immer Kisten stehen, wo ganz viele Kinderfilme drin sind. Jeder Film 1 Euro und jedes Spiel 2 Euro. Aber dann gab es da 3 PS3-Spiele. Einmal L.A. Noir. Ich kann kein Französisch. Ich hatte kein Französisch in der Schule. Aber wollen wir jetzt über dieses Spiel reden im Jahr 2024? Ich glaube nicht. So, dann Blaze Blue. Habe ich sogar angespielt. Hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Irgendwie nicht so mein Spiel gewesen. Zum Tausch erhältlich, liebe Freunde. Und dann Tales of Graces. Ja. Aber das sieht wild aus. Aber ist leider Teen. Ne? Ist eine... Eine USA-Version. Wie gesagt, alles für 2 Euro und dieses Spiel kostet wirklich so ein bisschen was im Internet. Kann man aber leider nicht auf Deutsch spielen. Ja, nur auf Englisch und ich war leider kreideruhig im Englischunterricht damals. Deswegen spielt das, fällt das Spiel für mich auch weg. So Leute, jetzt kommen wir aber in die richtigen Banger. Kleine Geschichte zu dem Spiel. Ich war mal Hamburg saufen und da habe ich auf einem Konzert einen Typen kennengelernt, der meinte, seine Lieblingsserie war damals Michel Vaillant. Kenne ich gar nicht, ey. Ja, jedenfalls meinte der Typ, boah, wenn ich mal in deiner Gegend bin, ich komme vorbei, dann saufen wir und zocken wir. Und an den habe ich heute gedacht, deswegen habe ich mir dieses Spiel für 2 Euro mitgenommen. Formel 1 2000 für die PS1. Weil ich glaube, Leute, die Michel Vaillant gefeiert haben, die werden dieses Spiel auch feiern. Ja, ich mache mich jetzt drüber lustig, aber vielleicht ist es doch ganz geil. Das testen wir jetzt mal. Boah, geil. Ja, bei denselben Pärchen habe ich mir noch ein Spiel gekauft. Ich habe nämlich ja morgens reingeschissen mit meiner Ernährung, mit der Currywurst-Pommes, die übrigens echt scheiße war. Ja, was macht man, wenn man einmal reingeschissen hat? Richtig,
Die nächste Mahlzeit macht man gesund und lecker. Und wie geht's am besten? Richtig, mit meinem Kochcoach. Gesund und lecker kochen. Jetzt suchen wir uns mal ein Rezept hier aus. So, let's go. So random, ne? Das ist aber trotzdem lustig, finde ich. Willkommen, Petra. Hä, ich heiße Hannes. Bist du blöd? Ja, ich habe mich jetzt für die Bolognese hier entschieden. Und ja, das bereiten wir jetzt mal zu. Ich habe nicht alle Zutaten. Das heißt, wir müssen zum Holzplatz. Jo, ich bin jetzt zum Holzplatz angekommen und werde mir jetzt die Rezepte kaufen. Jo Leute, was geht? Ich habe das zweite Mal reingeschissen, ist am Start. Ja, dann habe ich mir noch bei einer Frau ein... Oh no. Nintendo Switch Controller geholt. Ist kein Pro Controller, ist ein kabelgebundener für 10er. Ich glaube, mehr sind die auch nicht wert. Ganz normaler Preis. Hier für die Kabelfans unter euch. Das ist das Kabel, ist schön lang, perfekt. Oh, dann habe ich noch die feuerrote Edition gekauft. Ui. Von einem Verkäufer, der meine Videos kannte. Also Grüße gehen raus, falls du das siehst. Ist aber kein Original, aber ich wollte es unbedingt haben. Ist kein Original? Das müssen wir uns nochmal kurz im Detail angucken. Woran sieht man, dass es nicht original ist? Oh, dann habe ich noch die feuerrote Edition gekauft. Bei meinen Modulen, wo ich immer so auf dem Flohmarkt sehe, dann steht dann hier oben zum Beispiel gar nichts, ne? Von einfach. Ah, das ist Käufer, zu transparent. Ah, ja, okay, gut, jetzt sieht man. Und auch hier wahrscheinlich auch an der Schraube, ne? Stanzung fehlt, der Pfeil. Oh Mann. Also Grüße gehen raus, falls du das siehst. Ist aber kein Original, aber ich wollte es unbedingt haben, ich wollte es unbedingt spielen. Und gucken wir mal, ob es funktioniert. Boah, diese Banger-Musik, Alter. Es ist deutsch, geil. Mit Katzen-Content hat man mich eigentlich immer. Ja, Leute, das war der erste Flohmarkt 2024. Ich habe ein gefälschtes Pokémon-Spiel, ich habe Kochkurs für den DS und ich habe Formel 1 für die PS1. Ja, Randflohmarkt, aber ich wollte einfach mal wieder ein Video machen. Ich wollte euch ein bisschen unterhalten und ich hoffe, es ist mir gelungen. Es gab ja auch viele Verkäufer, die hatten gute Spiele, die ich wollte, wie zum Beispiel das eine Tonspiel für die Wii U. Ich frag ihn, was willst du haben? Er meint 25. Gut, ich auch ein bisschen frech. Ja, okay, dann bestelle ich bei eBay für 10 Euro und er meint, ja, für 10 Euro ist gefälscht. Kollege, komm zum Holzplatz, dann zeig ich dir mal, was gefälscht ist. Nein, Spaß. Ja, Leute, ich hoffe, der nächste Flohmarkt wird besser. Lasst doch ein Like da, da würde ich mich freuen. Und haut rein, ihr seid die Geilsten. Irgendwie, ja, Haupt, den lassen wir mal ein Abo da. Das war schon unterhaltsam. Den Dude haben wir uns doch schon mal angeguckt, ne? Also das war aber ganz zum Anfang, also schon Ewigkeiten da kein Video mehr von ihm angeguckt. Der ist ja auch so ausgerastet so ein bisschen. Ja, doch, sehr unterhaltsam.